Hallöchen, meine Freunde der Nacht, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge X4 Foundations und herzlich willkommen im neuen Jahr 2019. Und wir haben Glück gehabt, ich habe die Station gefunden. Freihafen. Da wollen wir hin. Ist übrigens zu erkennen, jetzt ist es mir wieder aufgefallen. Entschuldigung. Ich hoffe, jetzt hat die Aufnahme nicht zerrissen. Wir werden es sehen. Also, woran erkennt man es? Falsch, das hast du nämlich gedrückt. Hier unten, Freie Liga von Hatikva. Das sind die Besitzer der Freihäfen. Im Normalfall. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert. Ansonsten haben wir ein Problem. Also ich, nicht ihr. Und dann werden wir hier mal landen und unsere ganzen Illegalitäten verkaufen. Das da übrigens. Oh, das zeige ich euch gleich auch noch. Noch kurz, da fliegen wir mal ran. Das Ding sie da ist ein Undock-Konstrukt von Konstruktionsschiffen. So, und hier wollen wir landen. Kriege ich auch eine Grafik zum Landen? Danke. Also sie mögen uns aktuell nicht besonders, weil minus 8 bei der Freien Liga ist nicht besonders gut. Ich muss... Danke. Ich muss aber auch sagen, dass die Freie Liga generell ein kleines Autoritätsproblem hat. Ich ist gerade so ein bisschen laut, ne? Liegt wohl daran, dass sie halt relativ viel erlauben. Da wollen wir hin. Kleine Info, wenn ihr Stationsbau betreibt, fliegt diese Freihäfen an. Denn wenn ich mich recht erinnere, gibt es nur bei den Freihäfen die 6S und 3M Docks. Also wo 3M Schiffe, Klasse M Schiffe andocken können. Die gibt es wohl nur die hier. Wenn man die gratis haben will. Also holt euch die Baupläne von denen hier. Denn gerade die M Schiffe sind ja nun mal die Haupthandelsschiffe. Wenn man mit dem Stationsbau beginnt. Und wenn man nur das einfache 1M 3S Dock hat. Glaubt mir, das ist der letzte Scheiß. Ihr werdet so die volle Warteschleife bei euch zu liegen haben. Oh, feine Mahlzeiten können wir herstellen. Alle? Was können wir noch herstellen? Mal gucken wir nochmal einen davon. Zack. Und jetzt verkaufen wir die ganzen Plumperquatsch an ihm. Schiff. Kann ich helfen? Ja, klar kannst du helfen. Hier. Kauf mir aber bitte den Scheiß ab. Kauf mir bitte den Scheiß ab. Den habe ich nicht. Instabile Kristalle habe ich auch nicht. Raumfliegenei, ja, die hier und sagen, das ist ein Raumfliegenei. Kauf mir bitte. Echt, die kaufst du nicht? Was soll denn der Scheiß? Okay, dann kauf mir mal bitte. Die Kristalle kannst du haben. Zack. Die kannst du haben. Du hast Druckfilter. Uninteressant. Das ist mir egal. Kohlefilter. Algenbürsten hätte ich gerne. Was ich gerade bescheuert finde, ist, dass er die nicht abkauft. Ich kann sie kaufen. Ja. Aber ich kann sie nicht verkaufen. Das finde ich scheiße. Raumanzug EMP. Ja, damit. Das würde ich auf jeden Fall haben. Die kriegst du von mir. Das Geklackel draußen vor der Tür, was ihr da hört im Hintergrund, also bei der Station, kommt von den Schiffen, die wahrscheinlich draußen gerade kämpfen. Den Raumanzug EMP brauche ich. Das werde ich euch später erklären, wofür wir den brauchen. Feine Mahlzeiten, da sind sie. Die kannst du haben. Ah, warum kann ich die Dinger nicht? Warum kann ich die nicht nutzen? So scheiße. Oh, das ist so viel Geld. Überlegt euch das mal. 170. Hallo. 340. Wow.
500.000 allein die schon. Das ist ja fast 1 Million, die hier liegt. 650. 7. Oh, 710. 870. Ich glaube, 870.000, wenn ich mir nicht gerade verrechnet habe, so im Kopf. Liegen da gerade. Ah, warum will er das nicht haben? Arsch. Bestätigen. Sichere Reise, du auch. 2 Möglichkeiten. Entweder wir riskieren es, damit erwischt zu werden, wenn wir uns das Schiff da hinten holen. Oder wir werfen es ab. Unser Schiff ist weg. Da ist es ja. Kestrel, Angreifer. Wie nutzt man dieses Hacking-Zeug? Also unser Schiff war nicht weg, das war halt in der Parkbucht unten drin, weil der Dockbereich genutzt wurde. Ich bin auch blöd. Ja, hi. Ich bin blöd. Die Bucht wurde halt benötigt, damit die anderen Schiffe andocken können. Dann wird unser Schiff unten in die Tiefgarage gesteckt. Und ich finde es übrigens lustig, wenn manchmal sowas hier entsteht. Freihafen. Das gehört zum Freihafen. Ne? Aber es ist vollkommen freischwebend. Es ist nicht verbunden mit dem Hafen selbst. So kann man auch seine Stationen bauen. Ich habe auch schon gesehen, dass die Wohnmodule, die Dinger hier, auch nicht am Freihafen angedockt waren. Also an einer Station dran waren. Können wir mal gucken, ob wir rein zufällig was Bauplantechnisches sehen. Warte mal. Ziviles Schiff A. Was hast du denn hier im Angebot? Ja. War das noch mehr? Was war da? Ja. Fluxkompensator? Haben wir gerade den zweiten Teil für den Sinser gefunden? Cool. Also, was ich euch zeigen wollte, was ich jetzt wieder ausschalte, ist das Ding da. Das ist, wenn ich mich nicht irre, man kann es auch nicht aufschalten. Die hier entsteht eine Station. Danke für Ihre Hilfe. Oder? Das ist die Andockbucht von irgendeinem von irgendeinem Konstruktionsschiff hier in der Nähe. Ist aber gerade gar keins. Witzig. War hier nicht gerade noch. Hallo? Ja gut, dann nicht. Was hast du für eine Mission für uns, Alter, liebe Schiff? Nein. So, wir haben die Station entdeckt, das ist schon mal wichtig. Jetzt wissen wir, wo sie ist. Jetzt begeben wir uns wieder dahin. Genau, das ist das Baulager von der Station. So rum. Das heißt, die sind gerade im Begriff, die Station auszubauen und haben das Baulager da. Jetzt können jetzt quasi Schiffe andocken. Andocken abgebrochen. Und können dort Sachen einlagern für den Bau der Station. Dann benötigt man zusätzlich ein Konstruktionsschiff, dass der das Baulager nutzt. Das sieht man zum Beispiel,
Ich hoffe, ich fliege jetzt hier hoch genug, dass wir bei alles rüberkommen. Ich gehe mal auf irgendeine Station. Da handeln entweder Handelsangebote von der Station selbst oder Handelsangebote vom Baulager der Station. Die haben aktuell nichts, was sie haben wollen. Hier Handelsangebote, Baulager, aktuell auch nichts. Aber haben das Baulager draußen, das ist ja witzig. Oder ist das dauerhaft draußen mittlerweile? Ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie es aktuell ist, ob da irgendwas geändert wurde. Was ich nämlich auch schon hatte, ist, ich habe damals, als ich meine Station gebaut habe, in meinem privaten Safe-Game, was ich auch schon seit Ewigkeit nicht mehr gespielt habe, muss ich gestehen, habe ich das Problem gehabt, dass das Problem nicht, dass ich A, wenn man ja eine Station baut, haben wir ja ein Konstruktionsschiff beauftragt, haben wir irgendwo auf der Map angelegt, haben gesagt, ich nutze mal jetzt und fertig ist. Dass ich A, nicht weiß, ob der Service etwas kostet, falls er was kostet, man weiß es nicht. Das war mein erstes Problem. Und mein zweites Problem ist, oder war gewesen, was ich halt nicht nachvollziehen konnte, deswegen Problem, nicht Problem im Sinne von störend, dass, überlege ich gerade, was besser wäre. Wisst ihr was? Ihr werdet mich dafür für bescheuert erklären, aber ich werde es einfach machen. Fluxkompensator. Wir werden ganz einfach das Ding abwerfen. Scheiß aufs Geld. Raus mit dem Kack. Ich habe jetzt keinen Bock, dass wir da irgendwie abgeschossen werden, wenn wir uns das Schiff aneignen. Denn mir ist das Schiff ehrlich gesagt wichtiger. Übrigens der Fluxkompensator und die Feldmatrix, wovon wir auch schon eine zweite wieder haben. Die zwei Sachen sind zwei von drei Teilen, die wir brauchen für den Sinzer. Und ja, ich werfe das illegal ab. Ihr wisst, ihr habt gesehen, was da los war bei dem Schiff. Da war eine Menge Taram und Militär und ich habe da keinen Bock, dass die uns anhalten und scannen wegen dieser Illegalitäten. Während ich das Schiff da einnehmen will. Und während ich dabei bin, die Minen wegzuballern, da muss ich mich drauf konzentrieren. Da will ich mich drauf konzentrieren. Das Schiff ist mir lieber. Jawohl! Moment. Wo ist er? Santa's Little Helper! Ich muss das machen. Es tut mir leid. Ganz, ganz wichtig. Denn TVCD ist, ich habe ihn kennengelernt auf der XCon und er war so freundlich, mich damals von der XCon nach Hause zu fahren und nicht nur in die Nähe von mir zu Hause, sondern bis vor die Haustür. Und er hat einen weitaus längeren Weg noch gehabt zu sich nach Hause. Also ich glaube, die Nachhausefahrt hat noch ein paar Stunden gedauert, bis er endlich bei sich zu Hause ankam. Und ich bin gerade ein bisschen happy, dass er hier rumflattert bei uns. Du hast keine Chance. Soll ich jetzt Angst haben? Welchen Skin hat er denn an? Süß. Nochmal F12. So. Das muss sein. Poste ich nachher. Entschuldigung dafür, aber es musste sein. Wie gesagt, er hat damals mich dann wirklich bis nach Hause gefahren. Ansonsten hätte ich nämlich, ich hätte theoretisch um 17, 18 Uhr spätestens losgemusst von der XCon, um mit dem Bus nach Aachen zu fahren und da dann die Bahn nach Hause zu kriegen. Hätte auch nochmal 3 Stunden gedauert. Und er war so freundlich, mich bis nach Hause zu bringen. So konnte ich auch länger bleiben. Ich glaube, es ist jetzt um 21 oder ich glaube, es ist um 18 Uhr rausgeworfen worden von Bernd aus der Firma. Hallo. Erreiche weiter Kontakt 2, Unruheherd. Ich glaube, ne, wir wurden von Bernd erst so gegen 18 Uhr rausgeworfen, nachdem wir die ganzen Rasen kaputt getrampelt haben draußen. Und
Da sind wir noch essen gewesen. Wie gesagt, ich hätte dann schon früher eigentlich losgemusst und weil er so freundlich war, mich nach Hause zu bringen, konnten wir dann noch abends zusammen essen gehen. Alle Mann, die noch da waren und mit dem Lino zusammen essen gehen, genau. Der Lino war ja auch dabei. Das fand ich super. So. So viel dazu. Und ich finde es irgendwie toll, dass man auf so viele Spieler trifft. Also nicht mal hin und wieder mal, vielleicht mal auf einen. Was ich mich nur frage ist, muss er online sein dafür? Das ist die große Frage. Muss er dafür online sein? Oder reicht es? Also erstens muss er dafür online sein, sprich, also dass er online sein muss, um das Schiff loszuschicken? Logisch. Das ist klar. Aber wenn ich danach, wenn er danach das Spiel beendet, ist sein Schiff immer noch unterwegs und kommt dann erst wieder, wenn er wieder online kommt und dann weiter die Zeit abläuft. Also quasi sagen wir mal, das Schiff ist eine Stunde weg. Ne, du schickst ein Schiff weg und ist eine Stunde unterwegs. Nach 20 Minuten machst du aber das Spiel aus, weil du halt, weiß ich nicht, arbeiten musst, essen geben musst, auf Klo musst, kacken, keine Ahnung. Machst du das Spiel aus. Bleibt dein Schiff dann so lange weg, bis du dich dann wieder ins Spiel einloggst und du dann nochmal 40 Minuten zockst, bis das Spiel, bis das Schiff im Game eine Stunde weg ist, dass es dann wiederkommen kann? Sprich, wenn du dann, sag ich mal, einen Tag lang nicht mehr online, sag mal, du, na, kurz vorm Pennen gehen, schickst das Schiff los so für 20 Minuten, gehst dann pennen. Und am nächsten Tag, ich sag jetzt mal so 10 Stunden später, machst du das Spiel wieder an. Und dann nochmal 40 Minuten, bis das Spiel wiederkommt. Also das Schiff wiederkommt. Also ist das Schiff jetzt dann effektiv 11 Stunden weg. Das ist die Frage. Oder verschwindet es einfach, wenn du ausmachst dein Spiel? Und der Markus ist immer noch da. Oder verschwindet das Schiff dann? Das ist die große Frage. Der Rattler ist auch noch da. Der Rattler will unser Schiff klauen. Pass auf. Das frage ich mich gerade. Na, wie ist das dann? Und? Ist das Schiff jetzt bei allen? Wir fliegen mal kurz da oben rüber. Der helle Hintergrund gefällt mir nicht. Also, ist das eine Schiff jetzt nur bei mir im Safe-Game zu sehen? Guck mal, der Kontrast ist viel besser. Oder, ist das Schiff... Ach ja, komm, wir spielen eine Runde. Oder ist das Schiff jetzt bei jedem Spieler im Safe, also bei jedem, der X aktuell gerade spielt, im Safe Game drin? Fragen über Fragen. Ja, komm, M, komm. Wir müssen uns nicht, wenn man das M in den. Ins Minenfeld gejagt kriegen. Also ich muss selber aufpassen, dass ich ins Minenfeld reinkomme. Zack. Ist das ausgespuckt? Nö. Gut. Zurück zu unserem Problem. Dem Minenfeld. Ah, da war's. Es gibt übrigens noch einen anderen Trick, was dafür muss man ein bisschen Weg freiräumen. So, ich glaube, die Mine muss da noch weg.
Sie hat natürlich den Schaden am Schiff angerichtet. Aber die musste weg. Ja, die haben wir aufgeschalten. Ich glaube, die da oben muss auch weg. Jetzt haben wir sie. Zack. Seht ihr überhaupt diese kleine Bewegung, diese minimale Bewegung, die der kleine Punkt da macht immer? Jetzt. Da war er, ein kleiner Zitterer. Zack. So, ich sehe keine Mine mehr. Ein anderer Trick ist übrigens aus dem Schiff aussteigen, mit dem Raumanzug, so schnell wie möglich da ranfliegen, unten andocken. Und... dann die Kontrolle übernehmen. So, dieses Geräusch hört ihr übrigens richtig, denn wir müssen das Schiff übernehmen. Und dazu müssen wir in den Raumanzug einsteigen. Betty! Bist du in unserem Kopf? Dann müssen wir in den Scan-Modus gehen. Da ist der. Oh, das haben sie geändert. Okay. Doch nicht, das ist so schön weiß, der Merkur, ne? Zack, schon gehört er uns. Damit gehört es jetzt uns. Wo? Zack, so, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können einfach mal an Bord gehen. Machen wir auch einmal. Zack, zack. Das weiß ich nämlich nicht. Genau, hier ist keiner an Bord. Hi! Wie sind denn die Daten von unserem Schiff, unserem neuen Schiff? So, wir haben einen Merkurverteidiger. Das überlege ich gerade, das waren ja auch Merkurs, ne? Ach so, da sieht man nicht mehr, was es für Schiffe sind. Doch, Merkur-Angreifer. Okay, wir gucken uns mal ganz kurz an, wo der Unterschied ist. Merkur-Verteidiger. Ne, neu lackieren wollen wir ihn nicht. Ich möchte Infos drüber haben. Was war drin? Besatzung haben wir gar keine. Doch, da haben wir einen Captain. Aufstellbares Geschütztürme hat der an Bord. Navigationsbarken. Geschützverhalten. Hä? Achso, das sind die Waffen, die wir an Bord haben. Fracht haben wir nix. Wir haben eine Besatzung. Wir haben einen Captain anscheinend. Nö, haben wir nicht. Warte mal, den steigen wir mal ganz kurz aus. Ich möchte ungern die Merkur fliegen. Denn wir gehen wieder an Bord von Imsche. Ne, von Imsche. Kestrel, Angreifer. Kestrel. Harpier heißt Kestrel. Wir kommen immer auf Harry, ja. So, docken bei ihm an wieder. Und zack. So, sprechen jetzt mit ihm schon. Kann ich helfen? Ja, arbeite woanders für mich. Und zwar auf Merkur Verteidiger.
Merkur-Verteidiger kann keine. Diese Person kann keinen anderen Ort erreichen. Sir? Schade. Dann versuchen wir mal was anderes. Merkur-Verteidiger. Nochmal, Merkur-Verteidiger. Da. Andocken. Wie ohne Captain, ne? Den gib mir mal auch. Befehle löschen. So, machen wir nicht. Ich sage aber erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, ja, ich hoffe, ihr seid übrigens gut reingerutscht. Ne? Wir haben heute hier den ersten. Wenn ich mich nicht irre. Ah! Ja, theoretisch haben wir den ersten. Oder? Haben wir heute Silvester? Ich weiß es nicht. Wir haben heute Montag. Montag müsste Silvester sein. Heute ist erst Silvester. Ich bin durcheinander. Ich habe irgendwie das Gefühl, Sonntag ist Silvester, aber Montag ist auch Silvester, ne? Egal. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge und irgendwann ist schon 2019. Also, bis dann. Tschüss.